Was ist und wie oft stille ich mein 9 Monate altes Baby noch an einem Tag? Das fragt ihr mich immer super oft und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit durch auch meinen Tag und zeige euch, was ich den Kleinen gebe. Natürlich variiert das von Tag zu Tag und jeder Tag sieht da individuell aus. Ich würde sagen, wir machen eine Mischung aus Brei und BLW, aber Tendenz ein bisschen mehr Brei. Zum Frühstück gab es Polenta mit Banane, das liebt er momentan einfach mega doll. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit Brei oder BLW gestartet hat und wie das bei euch so lief. Wir waren heute in Hamburg verabredet und deswegen habe ich Brei für den Kleinen vorgekocht und das Ganze einfach in so kleine Glasgläschen abgefüllt. Das finde ich einfach total praktisch. Da muss man sich unterwegs nichts kaufen oder mitnehmen. Im Urlaub habe ich es tatsächlich gemacht, dass ich mir Gläschen gekauft habe. Aber heute dachte ich mir, ich nehme einfach mal selbstgemachten mit. Ich tue zu dem Brei immer noch ein bisschen Leinöl rein. Das soll besser für die Verdauung sein, habe ich gehört. Im Restaurant habe ich ihn dann einfach ganz normal seinem Brei gefüttert und er hat tatsächlich auch echt viel gegessen davon. Das ist nicht immer der Fall. Ich habe euch auch immer das Vorher-Nachher eingeblendet, was er wirklich an Portionen davon gegessen hat, damit ihr mal einen Vergleich habt. Aber jedes Baby ist da eh individuell und ja, da sollte man sich gar nicht stressen, wenn es mal mehr oder mal weniger ist. Food Under One is just for fun und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch öfter solche Videos wünscht. Bedenkt aber immer, jedes Baby ist individuell.